Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei uns auf dem blauen Blue Rocket Sofa. Mein Gast jetzt Dr. Sven Rutkowski, Principal bei A.T. Kearney und Startup-Experte. Wir haben jetzt schon den ganzen Mittag über das Thema Startups, Digitalisierung gesprochen und es ist ja auch, ich würde sagen, einer der Oberbegriffe hier auf dem BVL-Kongress. Herr Rutkowski, Digitalisierung, warum ist das hier so ein Thema und warum hat sich auch die BVL das so auf die Fahnen geschrieben? Ja, das Thema ist ja seit 3-4 Jahren eigentlich eins, was immer mehr auch diesen Kongress bestimmt, aber auch viele andere Themen und Diskussionen in der Branche bestimmt. Die BVL hat in der Vorbereitung des Kongresses vor 3 Jahren, also eigentlich vor 4 Jahren entschieden, wir wollen digital und Startups promoten, hier auf dem Kongress, aber auch jenseits in den anderen Medien der BVL, auf der Internetplattform, in den Mitarbeitermedien, weil wir einfach einerseits glauben, dass die Unternehmen es verdienen, sozusagen auch Vertrauensvorschuss aus der Branche zu bekommen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir aber auch glauben, dass die Logistikbranche nicht Leading Edge war in Sachen IT und digital im Verhältnis zu vielen anderen Branchen und sie eigentlich prädestiniert ist dafür, das Thema IT, Informationen, Daten, Logistik genauso wie physische Logistik zu promoten. Und alles, was sich auf der Startup-Ebene bewegt, hilft. Und das sehen wir auch heute wieder. Beispielsweise auch an dem Vortrag, den wir zum Beispiel von DHL von gehört haben. Da wird viele Ideen werden sozusagen auch von den Großen übernommen. Vielleicht für den einen spät, für den anderen zur rechten Zeit. Aber das, was von den Startups in Sachen digital passiert, hilft der ganzen Branche, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Bevor wir zu den Startups kommen, nochmal so generell. Sie haben sich vor 4 Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie weit ist die Branche denn jetzt so in Sachen Digitalisierung? Welchen Status hat das sozusagen? Ja, also in manchen Bereichen ist Digitalisierung ja nicht neu. Also es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die schon vor 20 Jahren und früher wussten, wo genau ihre Fahrer sich befinden, Informationen auch in digitaler Weise an die Kunden weitergegeben haben. Aber ich glaube, dass wir immer noch in einer Art exponentiellen Kurve stecken, was das Thema Digitalisierung angeht. Und auch sicherlich nicht in dem steil ansteigenden Bereich der Kurve, sondern in dem unteren Bereich der Kurve. Und das betrifft viele Themen, insbesondere um die Frage, wie wir mit den Daten umgehen, die wir haben. Also wie intelligent setzen wir Daten ein, um die Prozesse zu verbessern. Da sind wir noch ganz am Anfang in dieser Kurve sozusagen. Also noch Luft nach oben. Mein Eindruck ist so beim Thema Startups, dass da sich in den letzten ein Jahr, anderthalb Jahren unheimlich viel getan hat. Also man hat den Eindruck manchmal, dass so eigentlich monatlich neue Startups irgendwo auf der Bildfläche erscheinen. Wie weit ist da jetzt im Moment so der Status aus Ihrer Sicht? Also das ist so, ich würde sagen, das ist mehr als monatlich im globalen Kontext sowieso, ja, sondern es ist eigentlich mindestens wöchentlich. Und wir verfolgen etwa 400 Startups weltweit im Logistikbereich. Und diese kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Das Ganze ist sehr stark aus dem B2C-Bereich gestartet. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die jungen IT-affinen Leute, die jetzt sozusagen online shoppen, mit dem B2C-Bereich einfach viel eher ein persönliches Verhältnis hatten als aus vielen Bereichen B2B. Und insofern schwappt das sozusagen jetzt über, eigentlich seit 2 Jahren sehr stark auch in die B2B-affinen Prozesse, in Themen wie Luft- und Seefracht und so weiter. Und wenn man jetzt mal guckt, wie diese 400 Startups sich global verteilen, dann ist der weitaus größte Teil, ist sozusagen Last Mile immer noch, also fast die Hälfte dieser 400 beschäftigen sich irgendwie mit der letzten Meile, mit sehr interessanten Ansätzen, aber auch in Indonesien oder in Indien oder in Arabien, wo es keine richtigen Adressen und Hausnummern gibt, die Frage, wie kriege ich trotzdem Pakete zu den Leuten nach Hause. Aber es gibt jetzt natürlich immer mehr Startups, auch rund um das Thema Technologie, Intralogistik, Einsatz von Drohnen, Datenlogger, RFID. Also das Ganze ist jetzt sehr, sehr viel breiter geworden als noch vor 2-3 Jahren. Rutkowski, letzte Frage. Sie müssen ja gleich noch in eine andere Veranstaltung zum Startup-Pitch sozusagen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Also man sieht auch, dass die großen etablierten Player durchaus auch jetzt sich digitalisieren, Plattformen starten etc., teilweise Kooperationen mit Startups eingehen. Wird das verschmelzen? Wird es einzelne Startups geben, die gewisse Netzwerkeffekte dann auch erzielen und eine gewisse Größe auch bekommen, um selbst am Markt dann auch zu bestehen. Wo geht da so die Richtung hin?
Also ich glaube, was eine sehr gute und nützliche und gesunde Entwicklung ist, dass eben auch die Großen nicht nur ihrer eigenen IT-Abteilung oder den großen Dienstleistern vertrauen, sondern quasi auch mit den kleineren Unternehmen zusammen Dinge viel schneller umsetzen. Und sagen, wir pilotieren Dinge, wir testen Dinge, wir nutzen auch Plattformen, nicht nur unsere eigenen IT-Lösungen, gucken mal, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Das schafft auch für die Startups viel mehr Möglichkeiten, nicht nur selber zu sagen, ich werde der neue Transporion oder wie auch immer, wenn man mal an die Etablierteren denkt, sondern sie haben auch Chancen, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die auf einer ganz anderen Ebene stehen als sie. Und das wird viele Dinge einfach beschleunigen, wo man heute sagt, ja, auf unserer Prioritätenliste kommen bestimmte Themen auf Platz Nummer 100. Da kann ich heute als Manager sagen, okay, wenn das bei euch in meiner eigenen Truppe auf Platz Nummer 100 ist, dann machen wir das mit einem Start-up und setzen das auf eine andere Priorität und sind einfach schneller. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, in einer sich immer schneller drehenden Welt ein bisschen Tempo aufzunehmen, ist sicherlich nicht verkehrt in der Logistik. Herr Rutkowski, ganz herzlichen Dank, dass Sie Gast bei uns hier auf dem Blue Rocket Sofa waren. Und jetzt ist gleich Ihr strenges Urteil ja noch in der nächsten Veranstaltung gefragt. Ich bin gespannt, werde auch gleich mitkommen. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke.